ist denn der hin? Warte. Vielleicht kann ich dir helfen. Und zwar mit meiner Kamera. Warte. So. Vielleicht können wir nämlich mit meiner Kamera ein bisschen in den Bereich hineinzoomen. Wir können was? Mit was? Was? Also, hier, das ist meine Digitalkamera. Mit der kann ich Bilder machen von allem, was rund um mich passiert. Und mit der Linse kann ich Sachen auch ein bisschen größer machen, indem ich an sie heranzoome. Also, eigentlich wie mit einer Lupe. Aber können wir dann nicht auch eine Lupe oder ein Fernglas nehmen? Weißt du was? Vielleicht zeige ich dir ein altes Video von deiner Speicherkarte. Warte. So. Oh. Also, hier ist es. So funktioniert eine Kamera. Eine Kamera funktioniert, weil jeder Gegenstand Licht selbst ausstrahlt oder zurückwirft. Und dieses Bild können wir sehen, aber inzwischen auch festhalten. Früher waren schwierige chemische Prozesse notwendig, um das Bild auf lichtempfindlichem Material sichtbar zu machen. Heute können wir sowas noch mit Sofortbildkameras sehen. Dabei sind die Entwicklerchemikalien schon im Papier und ihr könnt es so, bald nachdem ihr es gemacht habt, sehen. Heute fotografieren wir zumeist digital. Das Licht wird über einen Sensor aufgenommen und elektronisch abgespeichert. Ein Computer, ein Smartphone oder die Kamera selbst können die Datei dann wieder auslesen und wir können das Bild, das wir fotografiert haben, sehen. Ihr könnt auch noch unterschiedliche Einstellungen vornehmen, zum Beispiel eine andere Farbe drüber legen oder einen anderen Fokus legen. Und wie sieht so eine Kamera nun von innen aus? Auch das besser nicht zu Hause nachmachen, kann immer sein, dass was kaputt geht. Hier seht ihr gleich einen Akku, denn auch dieses Gerät funktioniert mit Strom. Da drinnen ist auch der Sensor verbaut. Und natürlich der Speicher, damit ihr das Bild und auch mehrere Bilder nachher wieder sehen könnt. Und so funktioniert im Grunde eine Kamera. Das ist schon toll, aber was machst du dann, wenn du ein Foto hast? Dann kann ich mir das Bild auf der Kamera nochmal anschauen und überlegen, ob ich es behalten oder wieder löschen möchte. Und wenn du sie behalten magst, dann sind sie da auf der Kamera drauf. Und was kannst du dann damit machen? Naja, ich kann entweder die Daten vom Bild und damit das ganze Bild woanders hinspeichern. Also zum Beispiel auf mein Smartphone oder meinen Laptop. Das habe ich dir ja schon mal erklärt. Oder ich kann es in einem Geschäft ausdrucken lassen. Als Erinnerung zum Beispiel. Aber was ist, wenn irgendwer gar nicht auf dem Foto drauf sein mag? Das, lieber Konrad Kiwi, ist eine ausgezeichnet gute Frage. Danke. Dann mache ich natürlich kein Foto oder ich lösche es wieder. Das entscheidest ganz alleine du. Und es ist ganz wichtig, dass du das auch immer sagst, ob du das möchtest. Das klingt sehr gut. Also, lieber Konrad Kiwi, möchtest du mit mir jetzt ein Foto machen? Liebe Sheila Schaf, ich möchte gern mit dir ein Foto machen, aber wie soll denn das gehen? Weil irgendwer muss da ja draufdrücken. Da gibt's einen super coolen Trick und der nennt sich Selbstauslöser. Also, schau mal, wir können die Kamera einfach hier hinstellen und dann drücken wir den Selbstauslöser und dann haben wir 5 Sekunden Zeit, ein tolles Bild zu machen. Warte. So. Oh, schnell. Schnell. Und tschüss. Hallo. War's das? Ja, ist erledigt. Super cool. Aber ich glaube, zum Ball suchen brauchen wir eher nur unsere Augen und unsere Ohren. Das. Oh! War das? Ich habe was gehört. Oh, ja! Cool! Super! Kannst du ihn nehmen? Weißt du was? Wir gehen lieber schaukeln. Ja, gute Idee. Ich bin dabei. Juhu.
Das war ein Handpuppentheater vom Wiener Bildungsserver. Nur für die Kinder. Nur für die Kinder.